Zuerst wollten wir wissen, ob wir eigentlich auf einer Kugel oder einer Scheibe stehen. Dann, ob sich wirklich alle Planeten um die Erde drehen. Und wenn nicht um uns, um was dann? Vor 50 Jahren waren wir von der Mondlandung wie besessen. Heute sind wir dabei, jeden noch so entlegenen Winkel im All zu vermessen. Wir rätseln, was in schwarzen Löchern passiert. Wollen wissen, ob das Universum Grenzen hat. Ob wir alleine im Weltall sind. Ob es auf anderen Planeten Leben gibt. Ob wir selbst auf anderen Planeten leben könnten. Und wenn ja, wo? Für die Antworten müssen wir hoch zu den Sternen schauen, durchgucken, den Durchblick haben, experimentieren, zur Expedition aufbrechen, ausprobieren, scheitern, etwas schaffen, Wissenschaft teilen, feiern, lebendig machen, zuhören, verstehen, weiterdenken. Und dann haben wir wieder ganz viele neue Fragen.